Hallo Welt, da sind wir wieder. Oh mein Gott, warum geht es uns so schlecht? Es ging uns schon besser. Wir sind unterwegs mit Deck. Und bevor wir uns hingelegt hatten, da war eigentlich noch alles in Ordnung, dachte ich. Na, erstmal müssen wir was gegen die Hitze unternehmen. Macht alle mit. Hunger habt ihr auch, ich sehe das schon. Und dann gehen wir Richtung Rauchsäule. Da finden wir vielleicht noch einen Meteoriten. Macht ihr nicht mit? Ja. Na jetzt, wenigstens links, der schafft es jetzt. Und diese Früchte? Alle mitmachen. Ist für alle genug da, dann ziehen wir weiter, wenn es weg ist. Gesättigt sind wir scheinbar. Das ist... einer müsste noch einen Stein, einen Smaragd oder so etwas, einen Edelstein haben. Du hier, du warst das. Genau. Unsere furchtlose Anführerin. Heiß ist unserer furchtlosen Anführerin und ihr habt nicht genug gegessen, nein. Unsere furchtlose Anführerin ist Deck. Ihr macht einfach alle nicht mit. Und los geht's. Richtung Fragezeichen erstmal. Kommt ihr alle mit? Ich hoffe es. Das ist wieder weiter, als man denkt.
Ich hätte schwören können, dass wir in der Gegend schon überall gewesen sind. Aber wie man sieht, ganz klar, ganz eindeutig, ein Fragezeichen vor uns. Na, vielleicht hat sich die Oase in den letzten 15 Jahren auch neu gebildet. Trink nicht aus dem Wasser, sonst schnappt euch ein Krokodil die Lippen weg am Ende noch. Oh nein. Der ist am Strand runtergegangen, hä? Katze streicheln? Katze will nicht gestreichelt werden heute. Ja klar, das haben wir doch entdeckt. Hier waren wir doch schon. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das schon entdeckt haben. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt, der zerbrochene Bogen. Aber dann bin ich mir doch nicht so ganz sicher, ob wir das schon entdeckt haben. An einen zerbrochenen Bogen kann ich mich nämlich nicht so gut erinnern. Ah, die gefährliche Schlucht hier. Da können wir in einer Tour Vertreiben üben. Einschüchtern. Geburt eines Kartografen. Den zerbrochenen Bogen haben wir gefunden. Oh, das scheint weit weg zu sein, ha? Schaffen wir das alle hier rauf? Von da oben hat man sicherlich eine hervorragende Aussicht. Herrliche Landschaft. Oh, Moment mal. Ah, da sind wir aber schon hergekommen. Ihr habt alle Hunger. Ihr habt alle nicht genug gegessen. Warum macht ihr so etwas immer? Nee, wenn hier so ein Fluss herläuft, dann waren wir vielleicht doch noch nicht hier in der Gegend.
Ihr müsst ja was essen, sonst fallt ihr uns noch vom Fleisch. Da, die nehmen die Stöcke ja wieder auf. Oh, das ist ja prima. Ja, das ist praktisch. Dann kann man unterwegs also doch immer essen gehen. Ein wenig und dann die Stöcke muss man ja gar nicht liegen lassen. Wir haben die immer liegen lassen. Ja, das ist aber auch, glaube ich, neu jetzt mit der neuen Version 1.4. Müsste das Neue dazugekommen sein. Ich bin mir dabei so sicher, dass wir hier schon gewesen sind. Ich kann mir einfach nicht helfen. Und? Neue Sehenswürdigkeit entdeckt in der Savanne. Verstecktes Wasseroase. Ah ja. Wo ist denn das versteckte Wasser? Ich dachte, hier war dieser versiegende oder versiegte Wasserfall. War der nicht vorher hier? Jetzt ist es das versteckte Wasser. Na gut, da fällt mir gerade ein, was wir unterwegs immer gut gebrauchen können. Können wir unseren Kumpels dann jetzt vielleicht mal antun und dann suchen wir noch das versteckte Wasser hier. Muss es ja irgendwo sein. So, nehmt das in die andere Hand. Und dann grabst euch so ein Ding. Und nehmt das wieder in die andere Hand. Verstecktes Wasser. Oase. Oh, tatsächlich. Da ist ja was. Oh, mit Dach drüber. Oh jo, hier müssen wir siedeln. Erstmal riechen, ist das gut? Wir haben Steine hier, Stöcke vor der Tür. Und Wasser. Okay, kein fließendes Wasser, aber immerhin Wasser. Und hier oben wäre es relativ sicher, glaube ich. Aber ist das alles Wasser hier unten? Dann legen wir uns das hier etwas höher hin. Aber da oben ist das nämlich schwer ranzukommen. Unsere neue Siedlung hier, Kumpels. Guckt euch das an. Wohin geht ihr denn alle? Habt ihr Angst? Ist das riechig? Nicht gut.
Hockt ihr lieber draußen in der Sonne? Na dann. Ach so, wir gehen schlafen. Oh, ausgiebig schlafen. Ja, kommen sie alle. Hoffentlich schaffen die das auch, was zu trinken. So einen Durst. Und das war's, glaube ich. Ach Quatsch. Nicht gut, noch nicht ausgereift. Weg damit. Das sieht gut aus hier. Okay, weiter geht's. Wer noch keinen Stock hat, grabt sich einen Stock. Ich mach meinen mal eben fertig. Das müsst ihr aber nicht machen. So, ich habe meinen Schmuckstein. Ach so, wir sind am Ende der Folge. Ja, dann gucken wir uns nochmal unsere Punkte an, was wir damit so machen können gerade. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Tut sich nichts. Mit unserer neuronalen Energie können wir nichts machen. Es tut sich hier nichts.
Ja, die Fähigkeit zur Einschüchterung. Aber wie oft sollen wir das denn noch machen? Wie auch immer, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.